Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier. Der Marsch, jo. Das Lager ist leer, sagt gut. Tja, dann mal schnell voll machen. Direkt bei der Produktion, also wir hinkommen irgendwie. Fazit dafür jetzt zum Umladen habe ich nicht. Ungünstig. Tja. Ja, das geht hier voll weiter, ne? Düngen. Düngen muss ich auch noch mal drüben auf dem anderen Feld. Unterstützen, wenn man fertig wird. Die müssen anders bauen sollen. Da man von hier direkt abholen kann, ne? Na gut, ist egal. Müsste ich die Bäume entfernen irgendwie. Naja, lach mal so. Ich muss noch halt wieder irgendwann voll machen. Ne? Keine Ahnung, wo er jetzt beschäftigt war, 55. Ja, schauen wir, ne? Ja, werden wir mal kurz wieder einstellen. So. Das läuft auch. Letzte Runde. Ja, Bäume ist fertig soweit erstmal. Mit Walzen dauert ein bisschen. Oh, haben wir keine Gärrisse mehr. Doch, geht gerade voll. Ja, die tuckern sich immer einen nach dem anderen vor, ne? Also letzte ist voll, leer, voll und die anderen. Hm. Wenn die Aufgabe oder die, was die Prinzip erst, oh ja, festgestellt ist, leer, dann tuckern sie weiter und warten ein bisschen, das dauert halt ein bisschen, ne? Also macht nichts. Wir haben ja Zeit. Ja. Das wollen wir irgendwann machen. Mal schauen. Ja, dann müssen wir halt doch mal eingreifen. Nee. Was sind die berühmten Sekunden? Dass sie praktisch bei Belan der Gärreste gewartet hat, dass der schon da war. Ja. Gut, nach einer Weile ist das ein bisschen, ja. Das war Schicksal, ne, wenn das dann plötzlich geht, oder ich nicht gegen Küken bin ich eigentlich. Lass mal drin, die anderen Küken vielleicht. Die Hähne. Nach da schon. Die Hühnerstall. Oh, er tockert hier mal. Er macht zwar die erste Mal wieder voll, aber dann nachher. Das ist halt. Dann kann zum Schluss und dann hat er richtig voll, ne? Also zweite oder dritte. Naja, aber Junge. Ich wollte jetzt hier anfangen, aber hat es ja nicht geschafft. So. So mal. Ja, dass die Mission fertig wird, ne? 80% haben wir hier. 81%. Und soll ja eigentlich mal runtergehen auf, ja, 100%, ne? Also rauf, nicht runter. Missionsfeld, sonst wäre es ja mit Gärres alleine hat es nicht viel gebracht, ne? Aber wir machen mal schnell mit Kunstdünger dazu. Dann wird es bald fertig werden. Hoffe ich jedenfalls. Auf diesem Feld wäre mit Zulieferer besser gewesen, aber gut, hinterher hätten wir eine Frau, ne? Oder zwei Fahrzeuge nehmen, oder drei.
Wirst du doch die Ballen von den Wiesen unternehmen, da sind ja auch ein paar. Ich glaube, die anderen Wiesen kommen im rüber. Verkehrten Ort. Als wir gestern nicht die Aufnahmen hatten, Musik gemacht. Das wäre schlecht. Nicht jedes Let's Play kriegt eine Musik im Hintergrund, ne? Weil das immer muss auch passen irgendwie. Und da habe ich es wahrscheinlich angelassen. Ich hoffe, dass es nicht so laut war. So, wäre es fertig. Mit Dünger, ne? Oder Gärreste. Oder hier die Aussaat. Jetzt haben wir ja September, vielleicht können wir nächstes Jahr hier ernten. Dann ist es fertig. Ist das Wasser gefahren? Okay, Mist. Ist jetzt fertig. Das kann ich wo. Sollen wir heute wieder reinfinden. Ja, Sonntag. Oh, er wohnt da. Ich habe zum Glück nur Spätschicht. Erstmal nur Spätschicht, da kann er noch schon ausschlafen. Das hat auch Vorteile. Mit Schichtarbeit. Klar, die Frühschicht ist natürlich, ja, die ersten, also das frühe Aufstehen halt, ne? Halb vier aufstehen ist schon heftig. Aber man gewöhnt sich dran. Muss ja. Aber wenn dann die andere sich bald beeilt, habe ich die früher fertig als Gärreste. Macht natürlich die Arbeitsbreite bemerkbar, ne? Von 42 Meter natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist die 36, glaube ich, oder 30. Zumal der Gärreste auch schon alles, ne? Das kommt auch noch zu. Muss ich mal schauen, ob ich eine Ladung Holz und Sägewerk gefahren bekomme. Und dann mal wegfräsen, wenn es geht. Ja, einer fährt, trocken ist nur 50, steht aber auch. Und ich fahre 78. Gär ist unterwegs, war ja, und der andere macht gerade leer. Die eine Wiese, glaube ich. Müsste die Luzerne muss jetzt auch noch gedüngt werden. Oder ich mache da einfach. Zum Frühling was rein. Einmal noch einmal Prinzip Luzerne ernten. Na, da kann man schon sehen. Den Traktor. Anhänger sieht man nicht. Aber ganz, ganz vage, ne? Da hinten.
Da. Wenn ihr das sehen könnt. Weiß ich nicht, ich kann da nicht beurteilen, wie das im Video ist. Obwohl ich eigentlich recht hohe Auflösung hochlade. Was Zeit kostet, ne? Das ist halt ganze. Also hochladen geht schon, aber es kostet Zeit. Uhrzeit? 10. Mal sehen, ob es fertig hängt hier. 8% noch. Oder es täuscht. Was anderes, ne? Weil da steht. Hey, doch, jetzt kommt der Wasser. Kann man schon sehen, da. Die Umrisse. Dann muss ich nicht mehr zurückfahren, dann muss er bald rein. Ja, die Reihe machen, dann gehen wir zurück und dann geht mal gucken, was los ist, ne? Dann musst du eigentlich mit Geras doch mal bis überlegen. Erstmal schon mit Düngen, glaube ich. Nebel oder Meute? Wie im Herbst, ne? Dunst. Oh, schlechte Sicht. Ein bisschen mehr Licht gehen, ne? Wenn ich jetzt abbreche und dann kann so 1-2% dann noch fehlen, dann ärgere ich mich aber gewaltig. Noch nicht angefangen, der Bursche. Ich glaube, um hoch, dann geht es zurück zum Hof und dann mal schauen, wie kann man so sagen. Auf jeden Fall können wir die Zeit höher stellen. Für den ersten Tag im September rumkriegen, ne? Er ist hier fertig. Ja, und da machen wir noch Gärreste, ne? Egal. Den Kurs kann man löschen. Und ich schicke ihn zum Hof. Fertig Mission. Ja, er war fertig. Gut.
Dann muss ich auch noch abbrechen. So. Aus die Maus. Absturz, ne. Kaputt. Abrechnen. Erstmal Geld kassiert, bevor er abstürzt. Man weiß immer nicht. So, ist auch noch Ballenpressen, ne? Lieferung. Gut, das klappt doch wenigstens ein. Hof. Wenn die schon im Stau stehen, dann sollen sie alle stehen, ne? So, und er? Jo. Kann auch durchziehen. Den können wir auch zum Hof fahren. Das war schon richtig gewesen. Lassen. So. Luzerne fällt. Genau. Genau, können wir auch gleich mit Geras fahren lassen, ne? Den checken wir aus dem Hof. Aktuell wüsste ich nicht, was noch anliegt. Macht er noch Aussage oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, alle im Hof, ne? Ist hier gemacht worden oder ist der andere einfach hier gefahren? Hier ist was schief gegangen. Hier ging was schief. Ich glaube, der eine muss noch am Hof. Ja. Denn die 64 ist noch nicht fertig. Frage ist, wo hat er da aufgehört, ne? Sehr gute Frage. Wir schicken erstmal auf 64 hin. Trocken. Trocken passt. Na, kommst du rum? Erstmal fährt er hin, das passt schon so. Gleich aua, 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 aua. So. Wo stell ich am besten hin? Wo wird am wenigsten stören? Düngerstreuer sind da eine drinne. Daneben wahrscheinlich, ne? So, mal gucken, da reingekommen, ne? Ja, die Achse mitlenkt, das ist natürlich ein bisschen. Kann sein, dass es ungünstig ist, ne? Aber kann auch sein, weiß ich nicht.
andere Richtung. Den lassen wir dran. Brauch den Gerasse-Fahrer, den großen. Und der kommt gerade hier zum Schluss, ne? Hundertprozentig. Jo. Umänderung. Planänderung, Junge. Planänderung. Jetzt will die Maus nicht. Mauspfeil. Ah, geahnt. Ausgesprungen, aber zum Glück nicht so viel. Lange. 78, nee, 71 war es, glaube ich. Das müsste auf die 71 sein, ne? Jo, die 72, na gut. Gut. Der ist eigentlich dafür zu klein. Angekommen. So. Du kommst mal hier vorne wo rein. Wo eine Lücke ist. Ist da eine Lücke? Alter. Langsam. Man müsste auch nicht auf 64 gut erkennen können, da er praktisch voll kalt wurde, dann müsste er irgendwo aufgehört haben. Gucken gleich. Das wird da nicht ganz vergessen. Wäre euch das dämlich und blöd. Oh, das kann man nicht so rein. Faktor vorwegnehmen. Den vorderen nicht. Stellen wir hier vorne mal hin. So. Die können auch hintereinander stehen, das ist auch nicht, das geht ja auch. Hauptsache, sind irgendwo auf einen Fleck. So. So passt das schon. Da hier war immer hin.
erstmal. Ja, für die Maisaktion im Oktober, November in den Dreh muss ich eh Fahrzeuge haben, die das alles machen können. Mindestens 3, glaube ich, pro Silo. Also könnten theoretisch 6 Stück fahren, wenn das weiter weg ist. Damit das vorwärts geht, ne? Jetzt die Fälle dich bei, kann ja 3 fahren, da reicht ja aus. So. So, mal gucken, wo wir hier an. Da oben sehe ich schon. Das war doch Rocken, ne? Sollte eigentlich jetzt nachher auch ausreichend sein. Fragt sie nur, ob den Kurs drin habt, ne? Ja, kein Kurs. War es der andere doch gewesen, aber ich weiß gar nicht genau. Angenommen, der andere wäre es gewesen, dann müsste ich nur den Kurs kopieren. Einzig Blöde ist, der eine macht mit Walzen, der ohne. Na gut, da können wir eh walzen. Das meiste muss eh gemacht werden. So. Ich nehme an, das war der gewesen. Wir kopieren den mal. Und einfügen. Einfügen. Ne, ist ein anderes Feld. Das ist ein anderes Feld. Ich werde mal hier einfach mal einen Kurs berechnen. Shop starten. Ne. Erstmal löschen. Ich garantiert auch nicht gespeichert, ne? Ah, nee, aber ich will nicht. Machen wir eine Berechnung. Dass es ungefähr hinkommt. Könnte sein. Nicht ganz. Da müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich fahre noch mal einen Punkt vorne ran. Ja, hier beginnen. Dann hier ist er ein bisschen vom Kurs ab. Müsste ich mir eigentlich wieder auswarten, einen Ordner machen und dann das programmieren. Aber müsste, ne? Müsste. So, ich habe hier vorne angefangen. Hier stand ich. Mal gucken. Vielleicht waren es nur 7%, das kann auch sein. Macht ja was aus, ne? Das könnte passen. Und wenn ich mal eine Bahn halt doppelt, dann geht's auch. Das Vorgewende muss auf jeden Fall gemacht werden. Und mal gucken, wo wir hier sind. Das sieht die Richtung
Können wir hier so einsteigen? Mal gucken, wie wir hinkommen. Das müsste eigentlich funktionieren. Oh. So. So, genau, das sollte schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schon Dank und gleich reinschauen. Ja, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.